Okay. Blamieren oder kassieren. Ich nehme mal an, wir fangen damit auch jetzt einfach an. Also, blamieren oder kassieren, eigentlich ganz einfach. Ich stelle euch eine Frage. Wenn ihr meint, die Frage beantworten zu können, dann haut ihr auf den Buzzer drauf. Ihr habt wieder 5 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Ist die Antwort richtig, dann bekommt ihr einen Punkt. Ist die Antwort falsch oder es kommt nichts innerhalb von 5 Sekunden, dann bekommt der Gegner einen Punkt. Und immer das Erstgesagte zählt. Also ihr könnt nicht sagen, Apfel, Birne, ach nee, ich meine Orange. Das Erste, was genannt wird, das zählt. Und wer nach 13 Fragen mehr Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. If I know the answer. Wie bitte? Genau. Ja, und Türkisch. Wenn du irgendwas, genau, wenn du irgendwas nicht verstehst, frag nochmal nach. Ich lese, aber keine Antwort geben, dann wird die Frage. Frage, genau. Gibt es gar nichts. Wenn man nichts weiß, einfach. Am besten nicht drücken. Genau. Super. Ich lese langsam vor, wenn du irgendwas nicht verstanden hast, gerne zwischenfragen. Gilt natürlich auch für dich, wenn irgendwas unklar ist. Hier die erste Frage. Pünktlich mit dem Beginn der Sommerferien geht es an vielen Flughäfen in Europa chaotisch zu. Einer der größten Flughäfen des Kontinents liegt in Paris. Nach welchem ehemaligen französischen... Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, richtig. Nächste Frage. Im bayerischen Elmau fand in dieser Woche der G7-Gipfel statt. 2015 wurde er dort übrigens schon mal abgehalten. Damals entstand ein weltberühmtes Foto, auf dem die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ausgebreiteten Armen vor malerischer Kulisse zu sehen ist. Die zweite Person auf dem Foto... Obama. Wer war das? Barack Obama. Richtig. Wir bleiben bei Obama und Merkel. Die beiden haben sich vor ein paar Tagen zu einem Museumsbesuch in Washington, D.C. getroffen. Apropos Museum. In welcher Stadt kann man das wohl bekannteste Museum der USA, das Museum of Modern Art, besuchen? Wo ist das Museum of Modern Art? Oh, das sollte ich wissen, mein Rurik. Keiner will zocken. Bin mir nicht sicher. 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Was hättest du getippt? Ich hatte Los Angeles getippt. Das wäre New York gewesen. Also gut, dass man nicht gedrückt hat. Siehst du? Frage Nummer 4. Die Menschen in Deutschland können sich glücklich schätzen. Denn aktuell sind die Spritpreise hierzulande günstiger als in manch einem Nachbarstaat. Apropos Sprit. In der Regel werden an deutschen Tankstellen 3 verschiedene Arten von Superbenzin angeboten. Das herkömmliche Super, Super E10 sowie das besonders teure Super. Ja, Robert überlegt noch, aber ich glaube, kommt nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Super Plus gibt es noch. So einfach. So einfach. So einfach. Aber da ihr ja Fahrrad fahrt oder zu Fuß unterwegs seid, interessieren euch wahrscheinlich die Preise gar nicht. So, nächste Frage. Am kommenden Donnerstag startet hier auf Pro7 um 20.15 Uhr das große Promi-Büßen mit Olivia Jones als Moderatorin. Da es ums Büßen geht, schaut sich vielleicht sogar der Papst persönlich die Show an. Wie heißt die größte und wohl bedeutendste Kirche der Welt auf dem Staatsgebiet des Vatikans? Wie heißt die Kirche, die größte auf dem Staatsgebiet des Vatikans? Ich war dort. Wenn ich es euch sage, werdet ihr echt sagen, na klar, oh Gott. Fucking same.
war vor einem Monat da. Alter Mann. Ja. Tut mir leid. 5, 4, 3, 2, 1 aus. Der Petersdom bzw. St. Peters Basilika. Okay. Nächste Frage. Schnell wow. Vergessen. Das war. Wow. Das war blamieren. Bisschen. So heißt das Spiel ja auch. Hand am Buzzer. Nächste Frage. Aktuell ist der Film Lightyear in den Kinos zu sehen. In dem Streifen, in dem Film, bestreitet der Spielzeug-Space-Ranger Buzz Lightyear sein erstes Solo-Abenteuer. Aus welcher vierteiligen Pixar-Animations... Toy Story. Toy Story, richtig. Aber die Filme heißen immer was anderes auf Deutsch. Der heißt jetzt Lightyear. Nee, ich glaube, heißt er nicht im Original auch Lightyear auf Deutsch? Ich weiß nicht, also... Meine Freunde fragen mich oft so, hast du diesen Film gesehen? Aber du schaust alles auf Englisch. Ja, also. Nächste Frage. Ja. Willkommen in der Fußball-Bundesliga. Weltstar Mané wechselt vom FC Liverpool zu den Bayern. Was für ein Landsmann ist Mané? Robin? Senegalese. Senegalese, richtig. Nächste Frage. Ab Mittwoch rollt der Fußball übrigens endlich wieder. Dann startet in England die Europameisterschaft der Frauen. Welches Land ist der Titelverteidiger bei den Frauen? Europameisterschaft. Ja. Frankreich. Frankreich. Niederlande. Oh, scheiße. Damit Punkt für Robin, weil falsch geantwortet. Nächste Frage. Der oberste Gerichtshof in den USA. Ups, Entschuldigung. Der oberste Gerichtshof in den USA hat in dieser Woche entschieden, dass unter anderem Kohlekraftwerke bei den Emissionen keine strengeren Vorschriften gemacht werden dürfen. Und hat damit ausgerechnet bei einem der größten CO2-Verursachern der Welt den Klimaschutz erschwert. Wie lautet die Bezeichnung für den obersten Gerichtshof in den USA? Wie heißt der oberste Gerichtshof? Der Supreme Court. Der Supreme Court, richtig. So, 4-2. Nächste Frage. Umweltverbände schlagen Alarm. In der Elbe, also dem Fluss Elbe, ist der Sauerstoffanteil derzeit sehr gering. Und das führt in dem Fluss zu einem akuten Fischsterben. Wie lautet das chemische Zeichen für Sauerstoff? Meine Herren nochmal. Ja, das ist. Oh Mann. Rurik hat. Ich habe leider die Hälfte von dieser Frage nicht verstanden. Wie lautet das chemische Zeichen für Sauerstoff? Genau. Robin? Und ich bin doch. Das kommt in der chemischen Verbindung vom Wasser vor. Mhm. Ah, 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Oh. Was? Oxygen. Oh, Sauerstoff. Ah. H2O. Oh. Egal. Ich bin doof. Nein. Hier ist keiner doof. 4-2, aber es wird langsam eng für Rurik. Bei diesem Spiel zumindest. Frage 11. Der Generalsekretär welcher Organisation ist Jens Stoltenberg? NATO. NATO, richtig.
Jens Stoltenberg, oder? Ja, der war sehr wichtig, der Punkt, aber weiter geht's. Frage 12. Apropos NATO. Das Verteidigungsbündnis nimmt zwei neue Mitglieder auf. Und zwar die Länder Finnland und... Robin? Estland. Was? Hä? Oh, und Schweden, ne? Schweden. Schweden wäre richtig. Oder ist richtig. 4-4. Ich hab Schweden. Ich habe erst Estland gesagt, ganz Schweden. Ah. Heißt... Die letzte Frage, Nummer 13, entscheidet dieses Spiel, wenn einer antwortet. Endlich wieder Tennis in Wimbledon. Bis zum 10. Juli geht es auf Londons grünem Rasen um die heiß begehrte Trophäe, die einst Boris Becker in den Händen halten durfte. Wer ist der Titelverteidiger im Herreneinzel? Also wer hat letztes Mal Wimbledon gewonnen? Ha? Ich raten. Jetzt ist die Frage, zockt jemand? Zockt jemand nicht? Spielen wir dann eine Schätzfrage, wenn sich keiner traut? Eieiei. Ich glaube, ich kenne das Finale. Ich kenne das Finale und ich glaube, ich weiß auch, wer gewonnen hat, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Ich glaube... Na, Jungs? Ah, ich trau mich nicht. Oh. Ja. Was kommt dann eine Schätzfrage? Danach kommt eine Schätzfrage. Das ist eigentlich dann auch 50-50. Fuck, Mann. Okay, keiner will es riskieren. Ich kann es ein bisschen verstehen. Ja. So dumm, Alter. Ich das den ist Punkt Spiel auf Spiel hier. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe die Frage. Sag bitte nicht. Was war das Finale? Wen soll ich nicht sagen? Djokovic. Ja, Djokovic hatte ich. Djokovic, wer ist gewesen? Fucking ja. Hell, Rick. So, wir haben mal, haben wir überhaupt mal seit Ewigkeit wieder eine Schätzfrage? Ich weiß es gar nicht. Wir haben es ewig nicht gespielt. Ja, ich habe gesagt, traut euch ruhig. Warum nicht? Bitte, einmal für dich. Jetzt einmal für dich. Deutsch schreiben. Du musst... Ah, okay, kommt so, eine, okay. So ein Ding, wo du sowieso keine Ahnung hast. Ja. Ja? Hey, wie aufregend ist dieses Spiel, Alter? Darum heißt es ja auch Schätzfrage, man kann es nicht wissen. Setzt euch ruhig wieder. Ja, ja. So einfach ist das nicht. Hier die Schätzfrage. Wie hoch ist der höchste Baum der Welt? Jesus, Elken. Gerundet, der höchste Baum der Welt. Der höchste Baum der Welt. Gerundet auf ganze Meter. Höchste Baum. Und das Baum ist eine Schätzfrage, das kann man nicht wissen. Größte Baum der Welt. Bis da oben ist er schon hoch, ne? Bis da oben ist schon hoch. Es ist auf jeden Fall nicht in Island. Wir haben keinen Bäume, der ist zu kalt. So, in ganzen Metern keine Kommazahlen. Wie hoch ist der höchste Baum der Welt? Was schätzt ihr? Ja. In dem Moment kann ich ja mal sagen, ich bin übrigens ein Zurückgrüßender. Geht an. Jetzt haue ich alles raus. In dem Anzug sehe ich auch aus wie eine Knutschkugel. Kann ich noch korrigieren? So. Ruhig hat, glaube ich, schon was. Du hast was geschrieben? Ja. Ja? Ich glaube, ich war noch nie noch, so nervös. Kann ich noch mal korrigieren, du kannst natürlich noch korrigieren, ja klar. Ist nie eine gute Idee eigentlich, ne? Normalerweise. Yes. Aber das ist so schwierig. Nein, ich lasse einfach stehen. Okay. Sowieso dann gib um mal Meter rüber. Daneben. Rick, darf ich haben? Das ist ein... Okay, darf ich... Hier unten. Eins?
Jesus. Djokovic, Alter. Daran hat's gelegen jetzt, Mann. Jesus. So. Oder an Estland. Estland. Ja, ja. Wenn ich das entziffern kann, steht hier bei Robin 58 Meter. Bei Rurik 50. Und ein Smiley. Wo haben wir hier? Wo kann man es sehen? Jetzt ist es drunter, oder? Warum wird geklatscht? Für wen? Also was glaubt ihr denn? Viel mehr? Es sind 116 Meter. Damit ist Robin dichter dran. Und gewinnt. Blamieren oder kassieren. Aber ich gucke mir die Decke an, das sind, wie viel sind es? So. Ja, mal Daumen. Sind, ich sag mal 12 vielleicht, das ist gar nicht so hoch. Und das ist ja schon hoch. Und dann habe ich. Ja. Einen. Na gut. Also, Robin, großes Gewinn, blamieren, kassieren, 10 Punkte kriegt er dazu. Neuer Punktestand: 31 zu 24. Wer den Kanal nicht abonniert und die Glocke nicht aktiviert hat, der wird niemals bei Schlag den Star teilnehmen können.